Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Facebook Live. Thema ungesundes Kokosöl. Ist Kokosöl so super gesund, das Wundermittel gegen alles? Oder ist es doch ungesund, Stichwort gesättigte Fettsäure? Ist eine schwierige Frage, kann ich nicht in einem Satz beantworten, auch nicht in zwei. Wird mir aber ständig gestellt von meinen Teilnehmern die Fragen. Die haben gesagt, ich habe gehört, ich habe gelesen, was sagst du denn dazu? Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Infos, die ich da habe? Aus dem Grunde mache ich jetzt hier mein Video für euch. Super, genau. Hallo, das ist klasse. Ein bekanntes Gesicht, das freut mich sehr. Hallo, hallo. Das ist wunderbar. Also, Thema gesundes, ungesundes Kokosöl. Was ist Kokosöl überhaupt? Das heißt, wo wird das draus gewonnen? Aus dem zerkleinerten und getrockneten Fleisch der Kokosnuss. Ganz simpel. Also im Prinzip die Kokosraspeln, die du kennst, ist ja auch was zerkleinert wird. Und da wird es aus dem gesamten zerkleinerten und getrockneten Kokosfleisch wird das gewonnen. Da wird das Fett daraus gewonnen. Und dann habe ich ein festes Kokosöl. Das kennst du, dass das normalerweise fest ist, zumindest hier in unseren Breitengraden, fast die meiste Zeit im Jahr. Außer im Hochsommer, wenn es wirklich heiß ist, wenn es über 25 Grad ist, dann ist das Kokosöl flüssig. Du hast das sicherlich schon mal gehört, gelesen, dass das Kokosöl zum Großteil aus gesättigten Fettsäuren besteht. Deswegen ist es ja auch grundsätzlich fest. Man kann jetzt ganz pauschal die Fette einteilen in mehrfach ungesättigte, super gesund. Ich sag mal pauschale Einteilung. Einfach ungesättigte, auch gesund. Stichwort Olivenöl. Und die gesättigten Fettsäuren, hauptsächlich aus tierischen Produkten, das sind die total schädlichen, ungesunden. Das ist, wie gesagt, so eine ganz pauschale Einteilung, die viele aber so irgendwo im Hinterkopf drin haben. Und genau aus dem Grunde möchte ich mit euch heute über das Kokosöl sprechen, was denn da so dran ist an dieser pauschalen Einteilung. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marie-Louise Römer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe selbst eine Autoimmunerkrankung und habe auf der Suche nach meinem Weg aus dieser Erkrankung raus eine tolle Ernährungsumstellung für mich entdeckt, ein Konzept für mich entwickelt, wo ich mit meiner köstlichen Wohlfühlernährung hingefunden habe zu mehr Energie, Gesundheit und Lebensfreude. Und damit helfe ich mittlerweile seit vielen Jahren anderen Frauen, begleite sie dabei, Frauen mit allgemein, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, es sind meistens Frauen, deswegen sage ich oft automatisch Frauen. Ja, jetzt erzähle ich dir weiter, was es mit dem Kokosöl auf sich hat. Gerne Fragen, Anregungen in den Chat, da freue ich mich immer drauf, wenn ihr irgendwas in der Richtung, wenn ich das sehe, weil dann weiß ich genau, wo es hakt bei euch, wo ich euch noch gezielt unterstützen kann. Also Kokosöl, habe ich gesagt, ist nicht ganz so einfach, besteht zum Großteil aus gesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren hast du vielleicht schon mal gehört. Gesättigte Fettsäuren sind die, die total schädlich sind, wie zum Beispiel die langkettige gesättigte Fettsäure, die Palmitinsäure, die ist zum Beispiel auch in Schmalz drin und die ist total ungünstig, die bringt den Cholesterinspiegel zum Ansteigen in die Höhe, das erhöht das böse Cholesterin und ist insofern ganz ungünstig für Herz und Gefäße. Also gesättigte Fettsäuren deswegen schädlich, aber da geht es primär um die langkettigen gesättigten Fettsäuren. Kokosöl besteht zum Großteil, und das ist das Besondere an dem Kokosöl, aus den mittelkettigen gesättigten Fettsäuren. Die werden auch als MCT genannt. Das kommt aus dem Englischen, Middle Chained Triglycerides, also die mittelkettigen Triglyceride, die mittelkettige Kettenlänge. Insofern ist das eine andere Art der Zusammensetzung und das hat ganz, ganz andere Effekte. Und da möchte ich dir gerne drüber was erzählen, was für Effekte das Kokosöl hat und dann nachher das Fazit zu ziehen, wie ich mit dem Kokosöl umgehe und wie ich meinen Kunden empfehle, mit dem Kokosöl umzugehen. Also, ich habe gesagt, viele Aspekte von dem MCT, von diesen mittelkettigen Fettsäuren. Die wichtigste, die eben besonders im Kokosöl vertreten ist, ist die Laurinsäure, nur dass du es mal gehört hast. Wichtiger letztlich ist aber zu wissen, was machen denn diese mittelkettigen Fettsäuren oder diese Laurinsäure in dem Kokosöl. Also, ich habe gerade vom Cholesterinspiegel
geredet. Was meinst du? Die Frage stelle ich in den Raum, dann gehe ich zum nächsten Punkt, dass du auch eine Chance hast, was zu beantworten. Was meinst du? Ist das Kokosöl günstig oder ungünstig für den Cholesterinspiegel? Da bin ich gleich auf die Antworten gespannt, deswegen gehe ich jetzt zum nächsten Punkt. Kokosöl, speziell durch diese mittelkettigen Fettsäuren, hat einen positiven Effekt auf das Gewicht, führt dazu, dass im Prinzip der Energiestoffwechsel, der Fettstoffwechsel angeregt wird, dass das Bauchfett mehr abgebaut wird und sich nicht so sehr anlagert. Sprich, es kann zu einer Gewichtsreduktion führen. Das ist ein schöner Nebeneffekt vom Kokosöl zum Beispiel. Deswegen wird es auch manchmal so das Öl, das Fett zum Abnehmen bezeichnet. Also ein Nebeneffekt, wie gesagt. Cholesterinspiegel, ich gucke mal, ob schon eine Antwort da ist. Nee, noch nicht, dann warten wir noch einen Moment. Dann gucken wir nochmal, was das Kokosöl noch macht. Also Kokosöl ist sehr stark antimikrobiell. Was ist denn das? Ganz simpel, es wirkt abtötend gegen zum Beispiel Pilze, gegen Bakterien und gegen Viren. Also gegen ungünstige Mikroorganismen, die uns krank machen können und die kann das Kokosöl abtöten. Das gilt für von außen, also äußerlich, als auch von innen, innerlich. Insofern ist das ein toller Effekt von dem Kokosöl. Thema Cholesterinspiegel, ich warte noch auf Antworten, ich sehe gerade keine, dann verrate ich es. Es ist auch nicht so eine einfache Frage, muss ich ganz klar schon gestehen. Gerne, deswegen gebe ich euch noch eine andere Frage, dürft ihr hier noch ein paar Fakten, Meinungen von Kokosöl gerne in den Chat schreiben, was ihr mal gehört habt, für was das Kokosöl gut ist oder für was es eben nicht gut sein soll. Also, Cholesterinspiegel habe ich genannt, es soll den Cholesterinspiegel erhöhen, wie diese langkettigen gesättigten Fettsäuren. Das sind so Gerüchte, die umhergeistern, ist aber definitiv nicht richtig, sondern es ist so, dass das Kokosöl den Cholesterinspiegel erhöht, aber das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin, also das gute wird erhöht, das ist das, was absolut wünschenswert ist, das ist schützend für die Gefäße. Also insofern einen positiven Effekt, gutes Cholesterin erhöht. Also nichts Negatives auf Herz und Gefäße, sondern ganz im Gegenteil andersrum. Hat auch einen günstigen Effekt auf den Insulinspiegel, nur so nebenbei, da will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen, weil ein Punkt ist jetzt mir noch besonders wichtig im Zusammenhang mit unseren Autoimmunerkrankungen. Es wirkt nämlich, ich gucke immer noch mal, ob ich hier einen Chat sehe, aber momentan sehe ich immer noch keinen. Entweder ist es eingefroren oder ich sehe einfach nichts, deswegen ich wage es noch mal mit Neuladen, auch wenn es mir dann manchmal abstürzen kann. Ich gucke einfach mal. Aber im Moment sieht es gut aus. Also, Cholesterinspiegel hatten wir gesagt, Gewicht hatten wir gesagt, antimikrobiell hatten wir gesagt und einen ganz wichtigen Effekt habe ich euch angekündigt. Ja, ich habe es spannend gemacht zum Thema Autoimmunerkrankungen, nämlich das Kokosöl macht, sehe ich wieder den Chat nicht. Ach, wo ist denn mein Chat geblieben? Der wird bestimmt gleich wieder auftauchen. Also, das Kokosöl hat einen antientzündlichen Effekt. Das ist ja das, was wir letztlich alle wollen mit Autoimmunerkrankungen, antientzündlichen Effekt und zwar speziell auf den Darm. Also zum einen ist es da besonders sinnvoll für Autoimmunerkrankungen des Darms. Also ich denke an zum Beispiel chronisch entzündliche Erkrankungen wie Morbus Crohn oder ähnliches. Aber im Prinzip auch für alle anderen Autoimmunerkrankungen. Denn du weißt ja sicherlich, dass der Darm ein ganz wichtiger Part sowieso für den ganzen Körper, fürs Immunsystem ist, aber eben auch gerade bei Autoimmunerkrankungen, dass es meistens um ein Problem auch im Darm geht, um einen entzündeten Darm. Und wenn nun das Kokosöl einen antientzündlichen Effekt hat, dann ist das natürlich super, speziell auf den Darm. Wie macht das Kokosöl das? Im Prinzip ganz einfach, es ist antimikrobiell und in dem Fall antibakteriell. Es wirkt abtötend gegen die ungünstige Darmflora, die tötet es ab. Die ungünstige Darmflora, aber die günstige Darmflora, die brauchen wir, dass das Immunsystem stark ist, auf die hat es keinen negativen Effekt. Das heißt, die bleibt erhalten, die bleibt da und die ungünstigte tötet es ab, sodass einfach der Darm auch wieder ins Gleichgewicht gerät, dass einfach eine positive Darmflora wieder aufgebaut wird und insofern wird die Entzündung im Darm über diese Schiene gesenkt. Also antientzündlichen Effekt über die positiven Effekte auf die Darmflora. Gucken wir nochmal hier, ob ich irgendwas sehe an euch an
von euch an Fragen, kann ich aber momentan immer noch nicht sehen, warum auch immer, keine Ahnung. Ich gucke gleich nochmal, also wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach in den Chat. Heute klappt es mit der Kommunikation nicht, ich sehe, dass ich live bin, aber ich sehe eure Fragen gerade nicht, aber die werde ich sicherlich lesen. Also, so viel zu den positiven Effekten, zu einem Großteil der positiven Effekte. Das, was speziell für Autoimmunerkrankungen wichtig ist, habe ich euch gerade gesagt. Es gibt aber noch einen weiteren positiven Effekt, nämlich diese mittelkettigen Fettsäuren werden umgewandelt zu sogenannten Ketone. Und das letztlich trägt dazu bei, dass der Körper, speziell das Gehirn, ganz besonders Energie gewinnen kann. Insofern ist das Kokosöl durch die mittelkettigen Fettsäuren, die Energiequelle fürs Gehirn. Allgemein für uns, Energie ist immer super und immer wichtig und Autoimmunerkrankungen haben wir oft das Problem mit Energie an sich. Aber auch bei Problemen mit Erkrankungen vom Gehirn, da wird es auch teilweise gerne eingesetzt. Also ein super, super toller Nebeneffekt ist noch die Energiegewinnung, speziell für das Gehirn. So, ich gucke nochmal, ob ich euch hier sehe, aber ich sehe euch immer noch nicht. Ja, jetzt sehe ich euch wieder. Insofern sehe ich, dass ich noch nichts verpasst habe. Das ist doch super. Genau. Also, das waren die wichtigsten Punkte zum Kokosöl. Mein Fazit zum Kokosöl. Innerlich ist es super. Habe ich dir gerade viel genannt. Aber auch äußerlich. Äußerlich ist Kokosöl total klasse. Es ist super geeignet für die Hautpflege, sowohl im Gesicht als auch im Körper. Ist wunderbar für die Zähne. Das heißt, es gibt diese Möglichkeit mit dem Ölziehen, wenn du 15 bis 20 Minuten mit einem Löffel Öl morgens es zwischen die Zähne ziehst, immer rein und raus, nachher gut ausspülst, dann hat es da auch eine Wirkung gegen die Bakterien im Mund letztlich, gegen die Karies zum Beispiel. Deswegen ist das eine sinnvolle Sache. Oder du kannst auch eine Zahnpasta mit Kokosöl herstellen. Also das ist die Geschichte von äußerlich. Oder auch für die Haare ist es gut, für die Haarspitzen kannst du es verwenden. Also äußerlich auch ein toller Effekt. Jetzt ist es wieder ruhig. Ja, nicht ganz. Also heute ist ein bisschen Hintergrundgeräusch. Ich hoffe, es stört dich nicht so. Irgendwie meine Familie, mein Hund, die bellen gerade. Nee, der Hund bellt, die Familie war gerade da. Aber du siehst, dass es einfach live ist. Dann ist das eben einfach. Also äußerlich ist es super geeignet. Fazit, Kokosöl ist nicht nur für mich, sondern für viele andere Experten eine super Möglichkeit. Auch wenn es kein Allheilmittel ist und auch wenn es keine Wunderwaffe ist, auch wenn es manchmal so ein bisschen im Hype ist, dann bin ich ein bisschen vorsichtig, aber Kokosöl ist super geeignet. Und diese Geschichte mit den gesättigten Fettsäuren, dass es da ungünstig ist für die Gefäße und für den Cholesterinspiegel, definitiv nicht, weil das machen nur die langkettigen und nicht die im Kokosöl. Also Kokosöl, positive Effekte, äußerlich, aber auch innerlich. Der wichtigste positive Effekt, oder sagen wir mal zwei wichtigste, sind einmal der starke Effekt gegen die Viren und die Bakterien und dann der antientzündliche Effekt. Das sind, finde ich, die beiden wichtigsten Effekte für uns mit Autoimmunerkrankungen. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, reichlich Kokosöl zu verwenden in deiner Ernährung. Ob du es jetzt so isst oder ob du es erhitzt zum Braten nimmst. Du kannst es sogar zum Frittieren nehmen. Es ist super stabil und verändert sich nicht, dass es irgendwo schädliche Stoffe gibt. Das habe ich im letzten Video auch schon gesagt. Also Kokosöl ist super geeignet. Solltest du schauen, dass du eine gewisse Menge, 2 bis 4 Löffel sollten es schon sein, in deinen Tag einbaust und da eben andere ungesunde Fette mit ersetzt. Ja, das war's von mir zum Thema Kokosöl. Also super wichtiges Öl und am besten natürlich ganz klar das native Kokosöl verwenden, was nicht erhitzt ist, was nicht chemisch verändert ist, weil da sind einfach noch viele zusätzlich positive Begleitstoffe mit dabei. Bei dem anderen, da sind die teilweise eben nicht mehr mit dabei. Kannst du am Anfang nehmen, wenn du dich an den Geschmack gewöhnst. Sonst am besten das native Kokosöl. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Doch, jetzt, ja, jetzt kommt das. Ist die Kokosmilch ebenso vollwertig wie das Kokosöl? Super gute Frage, vielen Dank. Also Kokosmilch ist in meinen Augen auch sehr, sehr vollwertig. Aber natürlich kannst du es nicht 1:1 vergleichen. Kommt darauf an, wie hochprozentig die Kokosmilch ist, wie viel Fett die hat. Also es gibt, wenn du die Kokosmilch jetzt fertig kaufst, in den Dosen, gibt es die Light-Version.
Die würde ich nicht kaufen, da ist mehr Wasser und Gepansch drin und alle möglichen Zusatzstoffe, sondern wenn dann wirklich die vollfette Version verwenden. Wenn sie die zu fett ist, ja kein Thema, dann verdünnst du sie einfach wieder mit Wasser für eine Soße oder was auch immer du damit machst. Oder für deinen Smoothie, da musst du natürlich weniger nehmen und verdünnst das mit Wasser. Kokosmilch ist super hochwertig, wenn es die fette Version ist. Kannst du aber nicht eins zu eins mit dem Kokosöl vergleichen, weil du die ja für andere Dinge verwendest. Also für den Smoothie kannst du beides verwenden, Kokosöl und Kokosmilch. Aber zum Braten zum Beispiel, da brauchst du das Kokosöl. Ansonsten guck immer, was du verwendest. Ich verwende beides. Sehr viel Kokosöl und Kokosmilch verwende ich zum Beispiel liebend gerne für meinen Joghurt, wo ich das Joghurt raus zubereite. Also, gute Frage. Kokosmilch hat auch ganz klar aber grünes Licht, weil die Fettsäuren, die da drin sind, sind natürlich die gleichen. Ja, ich sehe keine weitere Frage. Dann Teelöffel oder Esslöffel. Genau, das ist auch eine gute Frage. Dürfen schon Esslöffel sein. Also 2 bis 4 Esslöffel dürfen schon sein pro Tag, dass du einfach andere Fette in deiner Ernährung damit ersetzt. Und wenn du sagst, oh, ich bin aber jemand, der neigt eher dazu, Gewicht zu verlieren oder mein Gewicht möchte ich zumindest halten oder fühle mich gerade nicht satt und zufrieden, kann man einfach an jedes Essen, wenn du jetzt Gemüse hast, kannst du immer noch ein bisschen Kokosöl oben drauf machen, kannst in den Smoothie das Kokosöl einrühren oder man kann auch durchaus mal, wenn man den Geschmack mag, da gewöhnst du dich dran, ich liebe den mittlerweile total, kann man auch mal einen Löffel, dann würde ich eher einen Teelöffel nehmen, nicht gleich einen ganzen Esslöffel, kann man den auch mal so essen. Also 2 bis 4 Esslöffel wäre auch eine gute Hausnummer. Ja, das war's von meiner Seite. Dann freue ich mich, wenn ihr jetzt alle zu Kokosöl-Fans werdet. Und das zumindest mal ausprobiert für euch. Wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue ich mich auch im Nachhinein über Kommentare oder Fragen. Und ansonsten alles Liebe für euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Marie-Louise.